Moin Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2 im Iron Man Mode und wir sind fast durch. König Thomas II. Von Friesland sitzt auf dem Thron und wartet noch auf seine Ansprüche. Zwei Provinzen fehlen uns noch, es bleibt dabei. Ich hoffe, wir kriegen die so bald wie möglich. Und vor allem hoffe ich gerade erstmal, dass der Rat nicht irgendwie eine Rebellion anzettelt und sich bald wieder beruhigt. Also gerade, wir haben zwar gefährliche Fraktionen, aber keine, die jetzt unbedingt rebellieren wollen und lange müssen wir auch nicht mehr durchhalten. Dann können zumindest die Ratsmitglieder sich dem nicht mehr anschließen. Und da sind Plünderer auf meinem Territorium, so geht das nicht. Einmal alles ausheben bitte. Ihr sammelt euch da, ihr sammelt euch da. Boah, ja, kann ich gleich hier hin. Ich hab genug. Hauen wir drauf. Das ist zwar eine ganze Menge, aber egal, wir gewinnen das. Und dann flieht ihr auch noch hier runter. Ernsthaft? Runter von meinem Land, ich will meine Truppen wieder auflösen können. Kommt schon, verschwindet. Ja, geht doch. So. Also fast 8000 Mann können wir gerade ausheben, plus die 1000 hier in dem Gefolge. Und wir können auf fast, wenn wir mit allem, was wir haben, kommen wir auf über 10.000 Mann. Alleine unsere eigenen Truppen. Und das ist ziemlich gut, das sollte auf jeden Fall reichen für Dänemark. Von daher hoffe ich, dass mein Kanzler mal gute Arbeit leistet. Guckt mir in der Zwischenzeit mal meinen Rat an. Der besteht zum größten Teil aus Ruhmsüchtigen, na super. Ich hoffe, die werden dem Krieg überhaupt zustimmen oder ich muss wieder Gefallen einfordern. Nee. Aber es ist gut zu sehen, dass hier das Ganze ein bisschen gespalten zu sein scheint gerade. Das beruhigt mich. Wann marschierst du denn? Ein Stück weiter. Wir haben einen neuen Zehnt bekommen, sehr schön. Kann ich mal wieder was investieren? Übungsplätze. Und hier ebenfalls. Falls Übungsplätze geht nicht. Hier brauche ich Burgmauern Stufe 2. Gut, bauen wir Burgmauern. Na gut. Okay. Ja, dann heißt es warten. Wir können Kriege führen, aber die bringen uns alle nicht besonders viel. Wir müssen mal gucken, können wir denn sinnvolle Kriege tatsächlich führen? Beispielsweise hier gegen das mittlere Frankenreich. Was haben wir denn für Möglichkeiten, da einen Krieg zu führen? Könnten einzelne Provinzen beanspruchen. Aber noch nicht mal ein Herzogstitel, sondern doch hier tatsächlich Oberlothringen. Können diesen Kriegsgrund benutzen, um ihren Anspruch durchzusetzen? Wenn sie aus der gleichen Dynastie stammt oder ich die Jure-Lehnsherr bin, wird sie Vasall. Ich glaube, das ist beides nicht der Fall, von daher bringt es mir nicht viel. Als würde mir nur was bringen, wenn ich tatsächlich für Untertanen von mir was erober. Das ist da nicht unbedingt der Fall. Die Spanier möchte ich auch eigentlich wieder nicht angreifen. Was können wir denn bei den Deutschen so machen? Jede Menge Ansprüche auf Burgess. Und auf Kleve. Weil ich hätte, dass ich das Herzogtum durchbringen könnte. Der Herzog von Holland hat da Ansprüche drauf. Damit würde ich ihn aber zu mächtig machen. Nee, das lassen wir. Da will ich meine Zeit eigentlich nicht mit verschwenden. Und mein Herzog Othon, mein Hochspitzel, ist verstorben scheinbar. Oh, der Kollege von der Normandie. Und das ist mein... Nein, er war mein Schwager. Und er hier ist einfach nur mein Vasall und nicht besonders zufrieden im Moment. Liegt aber einfach daran, dass er den Sitz im Rat haben möchte. Das wird schon wieder bei dem. Weil er alles andere als ein Genie ist, aber gut. Eigentlich müsste ich meine Königin zur, Dingens machen, zu der Beraterin. Mein Berater ist er hier. Ihn könnte, na, er ist auch ein mächtiger Vasall, also kann ich ihn nicht rausschmeißen, leider. Kann ich alle nicht sinnvoll rausschmeißen, dummerweise. Gut, dann wirst du jetzt mein Hofspitzel. Moment, der Typ von Poitou, dann ist irgendjemand rausgefallen gerade. Moment. Das heißt, wir haben noch einen mächtigen Vasall, der nicht Teil einer Dingens ist.
Da habe ich gerade nicht ganz aufgepasst. Das bist nämlich du. Und du wärst gerne mein militärischer Berater. Wahrscheinlich. Da könntest du mehr bringen. Aber du bist bei beidem nicht gut. Beim Militär noch am effektivsten. Ah, ich hasse dieses System, dass man die mächtigen Leute in seinen Rat holen muss. Man hat zu wenig Möglichkeit, die hier in diese Position zu stecken. Man muss die halt in die stecken, wo sie tatsächlich irgendwas aktiv machen können. Wenn man nicht riskieren will, dass sie rebellieren. Das finde ich irgendwie blöd gelöst, wenn ich ehrlich bin. Ach hopp, holen wir uns mal Toleranz hier. Machen wir mal wieder ein bisschen Fortschritt. Ein bisschen kultureller, technologischer Fortschritt. Schadet nicht, denke ich. Spiel sagt in der Zwischenzeit. Okay, jetzt geht's weiter. Ich wollte mich gerade schon wieder beschweren, dass ich wieder keine Rückmeldung habe. Wäre ja nicht das erste Mal. Machen wir hier auch nochmal ein bisschen aus. Also jetzt hätte ich ja Lust auf einen Heiligen Krieg da oben, aber ich glaube, das wäre eine schlechte Idee. Gerade kann ich nur die Tributpflicht herstellen, das bringt mir nicht besonders viel. Habe ich denn vielleicht noch einen besseren Diplomaten, einen besseren Kanzler? Nein, nicht mal ansatzweise. Wir haben keine fähigen Diplomaten. Außer ihm hier. Und 19 ist eigentlich schon ziemlich gut, das muss man schon zugeben. Ist das eine Revolte? Ja, Tatsache, das ist eine Revolte. Leider kann ich da keinen Krieg führen gegen die. Gegen ihn hier könnte ich aber einen Krieg führen. Das ist bayerische Revolte, das könnten wir uns überlegen. Anspruch auf Verdun. Für den Grafen von Tours. Nein. Oder? Das lassen wir. Da müssen wir uns jetzt nicht extra einmischen. Mir fehlt diesem Spiel einfach die Möglichkeit für good old Eroberungskriege. Einfach drüber laufen und sagen, so, ich beanspruche das Land für mich. Es ist halt wahnsinnig aufwendig, immer die ganzen Ansprüche zu fingieren, finde ich. Bin ich kein großer Freund von. Aber nun gut. Diplomat, tu etwas. Habe Erfolg. Wir warten alle auf dich. Oh, wir können jemanden einkerkern. Die Gräfin von Holstein. Die will Rainer Roding umbringen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich glaube, das kannten wir schon, oder? Nein. Weiß ich nicht. Die letzte wollte auf jeden Fall nicht Nein sagen. In dem Fall sollte es trotzdem bitte aufhören. Oh. Die Lombardei hat gewonnen im Heiligen Krieg um Kalabrien. Das ist interessant. Das müssen wir eigentlich auch mal im Auge behalten. Meine Gattin ist schwanger. Meine Gattin Catherine. Oh. Das erste Kind möglicherweise bald. Hoffen wir es zumindest. Oh, und Vasall Nachfolgewarnung. Der Graf Philipp von Osnabrück. Wäre kein Genickbruch, wenn das passiert. Wäre zwar irgendwie blöd, aber es wäre noch nicht. Es wäre nicht tragisch, sagen wir es so. Jemand möchte Prinz Arthur von Friesland töten. Das wäre er. Unser Onkel mit viel zu vielen Ansprüchen, der uns aber... Er ist uns nicht... Ja, er kann uns gut leiden. Der wird nicht gegen unser... Also du wirst nicht um unser Titel kämpfen oder sowas, solange wir an der Macht sind. Von daher bin ich ja dafür, dass du das Ganze beendest. Und du willst nicht, okay. Ketzerin auch noch, ich glaub's ja nicht. Ja, kann ich leider nicht viel gegen machen. Schade, schade. Aber ich kann mal wieder einen Kommandantentitel vergeben, fällt mir gerade mal so auf. Hier, du Herzog von der Normandie, du darfst meine Truppen führen und dabei hoffentlich draufgehen. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass die Normandie irgendwann ausstirbt. Also nicht das Land, sondern die Dynastie, die das beherrscht. Und dass die Titel einfach an mich zurückfallen, das wäre sehr, sehr schön.
gibt doch bestimmt Wege, einfach mal so nebenbei eine ganze Dynastie auszulöschen, oder? Ein neues Burgstädtchen. Hier bauen wir gerade. Hier gibt's nichts zu bauen. Oh Mann, hier gibt's ja nirgendwo was zu bauen. Okay. Wenn wir tatsächlich nichts bauen können, warten wir natürlich. Ich merke schon, ich werde mal wieder Technologien brauchen, glaube ich. Seid ihr eigentlich auf der maximalen Truppenstärke? Ja, das sieht sehr danach aus. Übungsplätze in Torhut. Das ist das hier. Dann bauen wir einen Milizübungsplatz. Gleich nochmal. Geht's gleich weiter. Oh, gefährliche Fraktionen. Gut, 80% nicht mal. Das ist noch keine so große Gefahr. Es kommt halt dadurch, dass wir seit Generationen alles Geld, was wir machen, in uns, oder das meiste Geld, was wir machen, einfach hier reinstecken. Und wir haben einen Sohn geboren. König Thomas II. Von Friesland und Königin Catherine von Friesland haben einen Sohn bekommen. Und ja, wieso nicht? Wir nennen ihn Catualon. In Anlehnen an seinen viel zu jung verstorbenen Großvater soll der Junge jetzt Catu heißen. Und du kriegst den Pflichtfokus. Ich hoffe, dass du fleißig wirst. Auch wenn ich fürchte, dass du wahrscheinlich nicht mehr die Rolle spielen wirst, groß. Jedenfalls nicht, wenn die Stadt die Prozentzahlen einigermaßen stimmen vom Rat und wir bald die Ansprüche kriegen. Dann wirst du nicht mehr zum Zug kommen. Der erste oder einer der Kriege scheint vorbei zu sein in Dänemark. Kaserne fertiggestellt in Udenard. Das wäre in Ypern? Nein. Hm? Da. Okay, da können wir nichts weiter bauen. Oh, der Herzog der Bretagne ist verstorben. Ach ja, das war der, der in meinem Kerker saß bis vor kurzem. Hehehe. Das macht dich aber nicht wütend auf mich, oder? Nein. Alles gut. Alles bestens. Dann mache ich mir darum keine Sorgen. Der wird zwar gleich ein mächtiger Vasall werden und eine Position haben wollen. Aber mal gucken. Oh, der König der Lombardei ist verstorben. Stimmt, wir müssen uns mal wieder nach einem Bündnis umschauen, eventuell. Der neue König der Lombardei. Gucken wir uns den doch mal an. König Eimerik von der Lombardei. Hast du denn eine Tochter oder so? Nein, keine Junge. Der hat eine. Ach, das sind Geschwister, der hat gar keine Kinder. Das hätte ich nämlich gesagt, wenn wir die Kinder bekommen, dass wir die eventuell mit unserem Catu verloben können, um ein Bündnis zu schließen. Reine Diplomatie. Und Marie Roding hat noch keinen Bildungsschwerpunkt. Oh! Meine Tante, die älter ist als ich, aber auch ein Genie ist. Das ist echt nützlich. Sie ist verspielt, überheblich und grüblerisch. Spielt überheblich grüblerisch. Ich glaube, das macht am meisten Sinn tatsächlich bei Intrige. Jo, du kriegst einen Intrigenfokus. Und wer weiß. Ich markiere sie mal als wichtig. Vielleicht kann ich sie ja sehr, sehr gut verheiraten. Ich weiß nicht, ob eine Tante reicht für ein Bündnis. Kann ich mir mal merken, auf jeden Fall. Und ja, ich spiele jetzt wirklich so, wie dieses Spiel gedacht ist. Ich rede da jetzt nur von Zweckheiraten und ähnlichen. Und ähnliche von den ganzen Zweckehen. Und Leute, das ist doch eine schöne Armee hier, die wir zusammenkriegen mittlerweile. Das ist doch echt gut. Da mache ich mir langsam nicht mal mehr Sorgen um die Spanier hier unten. Da bekomme ich glatt Lust auf eine Offensive gegen die Spanier. Moment. Das sollte ich das machen, wird das mein Tod sein. Aber ich kann einfach mal gucken. Wie stark sind die denn? Okay, 17.000. Vergessen wir das. Die sind immer noch zu stark für uns. Alle anderen Nachbarn können wir wahrscheinlich überrennen, aber die Spanier werden dann doch etwas knapp. Eventuell sollte ich endlich mal Angoulême holen.
gegen Hilfe von Unterschlesien. Da habe ich aber Angst. Wisst ihr was, das machen wir jetzt. Allerdings nur mit einem Teil meiner Armee. Denn wir müssen dafür beim besten Willen nicht alles ausheben. Nehmen wir hier diese knappen fast 6000 Mann. Die sollten definitiv ausreichen, um das Ding da unten zu gewinnen. Von daher, auf mit euch. Machen wir uns auf den Weg, holen uns diese eine Provinz und erobern diesen Titel, der eigentlich schon sehr, sehr lange Teil unseres Reiches hätte sein sollen. Und dann schauen wir mal weiter. So. Ich glaube, die eine Hälfte lasse ich hier, die andere schicke ich gleich weiter in die nächste Provinz. Dann vertreiben wir uns noch ein wenig die Zeit, bis unsere Ansprüche da sind. Hoffentlich irgendwann einmal in ferner Zukunft. Plünderer auf meinem Territorium, wie können sie es wagen? Schlagen wir sie in die Flucht. Oh. Was genau ist jetzt passiert? Der König von Aquitanien, also hier Rodri, akzeptierte gerade das Friedensangebot von der Lombardei und hat damit die Grafschaft Mantua bekommen. Hier. Und damit wird der König der Lombardei, jetzt nehmen wir ihm seine nächste Grafschaft, seine nächste Heimatprovinz quasi, seine nächste Hauptstadt. Aber Kerl, dem bleibt langsam auch nicht mehr viel. Oh, stopp. Herzog André II. Von Brabant möchte einen Anspruch auf mein Königreich haben. So geht das nicht. Nein. Böse. Das macht doch keinen Sinn, ihn zu verhaften, weil er uns eigentlich ganz gut leiden kann. Deswegen will ich einfach nur, dass er seine Verschwörung beendet. Er ist ja noch ein junger Kerl, vielleicht kann man sich auch mit dem anfreunden, müssen wir mal schauen. Aber erstmal wollen wir einfach verhindern, dass er es auf unser Titel absieht. Wie lange dauert es eigentlich noch, bis wir ein Reich gründen können? Frankreich dauert noch eine ganze Weile, da brauchen wir noch viel zu viele Provinzen für. Allerdings, gucken wir mal kurz, bildet ein neues Kaiserreich. Dafür haben wir tatsächlich mittlerweile genug Provinzen, wir brauchen nur mehr Prestige. Das wäre natürlich ziemlich cool. Armagnac ist mehrheitlich bekehrt, das ist schön. Bleibt nur noch Poitiers und da bist du auch schon, das ist gut. Da muss ich mir keine Gedanken drum machen, dafür kann ich die hier wieder einstampfen. Und irgendwie hoffe ich jetzt, dass wir wieder erwarten, in den nächsten paar Wochen, Monaten oder Jahren genug Prestige zusammenkriegen, um ein eigenes Kaiserreich zu gründen. Das wäre ziemlich cool. Und ein Burgstädtchen wurde in Roselare gebaut. Das war welche? Ich hätte an irgendwann anfangen sollen, mir die Namen zu merken. Hier. Kaserne. Kann ich hier unten was bauen oder ist da noch was? Ja, wir können das bauen, sehr schön. Bauen wir auch hier die Kasernen hin. Mehr Macht für uns, mehr Truppenstärke für uns. Ein bisschen was lasse ich jetzt immer auf der hohen Kante. So etwa 800, damit wir zweimal hintereinander den Anspruch durchsetzen können. Und ich hoffe, dass wir den bald mal kriegen. So, die erste Belagerung. Ach, das ist nicht gut. Meine Gemütsschwankungen und meine Wutanfälle werden schlimmer. Ich schlafe zu wenig und mache mir andauernd Sorgen. Wir werden gestresst, das ist schlecht. Kann ich schon wechseln? Ja, ich kann schon wechseln. Wir wechseln auf den Familienfokus, aber sowas von. Denn das ist gut gegen Stress meistens. Jagdfokus wäre noch eine Option gewesen, das hätte ich eigentlich machen sollen. Na gut, jetzt haben wir erstmal den Familienfokus gewählt. Gut für den Kopf, wird er hoffentlich bald nicht mehr so gestresst sein, der gute Thomas. Oh, ein Bauernaufstand, das ist hier unten. Okay, da kann ich gleich einfach runtermarschieren mit einer von den Armeen oder mit beiden. Also da muss ich mir keinen Kopf drum machen. Die werde ich gleich so nebenbei mehr oder weniger machen. Haben wir ein paar Gefangene gemacht eigentlich? Nein, bisher noch gar keinen tatsächlich. Das ist schade.
Herzog Foruhen ist gestorben. Und Herzog Albrecht von Orléans ist der neue, mächtige Vasall, der neue Herzog von Orléans. Ich glaube, der wird auch meinen Titel bekommen, tatsächlich. Also wird den, oh, jetzt muss ich mir überlegen. Normandie oder Orléans? Wer von beiden ist mächtiger? Also der von der Normandie kann mich auf jeden Fall schon mal besser leiden. Muss mir die jetzt mal angucken. Jetzt muss ich mir gut überlegen. Weil vom Wert her sind sie gleich. Er ist treuherzig, allerdings auch ein bisschen feige. Und kann mich, abgesehen davon, dass er einen Ratsitz haben will, eigentlich ziemlich gut leiden. Und der Kollege von Orléans, das ist nicht hier, sondern hier unten. Der ist ehrgeizig, allerdings ist er auch depressiv, okay. Orléans ist mächtiger. Orléans kriegt den Titel. Außerdem kann Orléans mich besser leiden. Was schon Grund genug ist, meiner Meinung nach. Und ich sollte meine Leute mal wieder hochschicken. Du gehst mal Technologie studieren. Man sieht, wir sind mittlerweile ziemlich gut auf, was die Tech angeht. Wir investieren ja auch viel. Und du gehst. Weißt du was? Du machst mal Militärforschung. Du verbreitest mal unsere Technologie ein bisschen über die Provinzen in der Nähe, auf dass wir da weitermachen können. Jetzt muss ich mal gucken. Normandie sollte jetzt natürlich zurückziehen aus allen Fraktionen. Dafür ist Orléans jetzt natürlich Feuer und Flamme. Aber gut. Ja, passt eigentlich. Die Belagerung hier ist gewonnen. Sammeln wir uns mal kurz und gucken wir, dass wir diesen Krieg zu Ende bringen. Sollte eigentlich nicht mehr so lange dauern. Sehr schön, die Stadt überrennen wir einfach schnell. Und es reicht noch nicht, na super. Okay, ich werde trotzdem mal. Nein, wir machen erstmal weiter. Wir wollen erstmal diese Belagerung zu Ende bringen. Und dann werden wir uns um die da unten kümmern. Um die Bauern. In der Zwischenzeit erklärt er hier tatsächlich einen heiligen Krieg. Der König der Lombardei hat einem Grafen einen heiligen Krieg erklärt. Dem Grafen von Friaul. Hier, Treviso. Ach, Friaul ist die, ist das Herzogtum, okay. Das macht natürlich Sinn. Da musste ich gerade überlegen. Da war ich kurz verwirrt. Dann wünsche ich ihm mal viel Glück. Ich vermute, er ist einfach ein Ketzer. Ja. Ein Katara. Und Kaserne in Turhut fertiggestellt. Oh. Der König von Aquitanien kapituliert. Wir kriegen den Titel. Sehr schön. Er ist tatsächlich bereit zu kapitulieren. Das finde ich nett. Da werde ich nicht Nein sagen. Da wird er sich jetzt drüber freuen. Und jetzt etwas loyaler sein erstmal. Ich habe immer seinen Anspruch gerade vorangebracht. Oh, der König von Aquitanien ist echt ein bisschen alleine da. Der tut mir fast leid. Leider kann man ihm nicht sagen, hier werden unsere Untertanen. Das würde er nicht annehmen. Oh, und da wird es tatsächlich langsam eng. Kaserne in Turhut ist fertig. Das wäre hier. Dann baue ich jetzt den Bergfried an der Stelle. Ziehe mich mit meinen Truppen mal kurz zurück und werde die gleich einstampfen. Okay, stopp. Stopp, 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 stopp. Erstmal erschlagen wir die und dann stampfe ich meine Truppen ein. Und zwar erstmal alle. Achso, ich sollte die trotzdem. Wir müssen die Bauern ja noch erledigen, dann habe ich gar nicht gedacht. Dann erledigen wir erstmal die Bauern und dann wäre das Problem auch gelöst. Die hier kann ich schon mal einstampfen. Sieht gut aus. Wer ist denn alles bei der Wahlnachfolge beteiligt? Das ist der Herzog der Bretagne, Anjou, die Gräfin von Holstein und Bremen und der Herzog von Holland. Das sind zu viele. Nicht gut. Er hätte gerne tatsächlich ein Amt. Muss ich mal schauen, ob ich dir eins geben kann. Ich kann ihn tatsächlich zum Kämmerer machen. Unser Onkel ist ja kein Loyalist, deswegen mache ich mir darum gerade keine Sorgen. Aber ich muss allgemein mal irgendjemanden zum Berater machen. Geht gar. Doch hier. Hier sind sie. Drei mächtige Vasallen haben wir momentan.
Dann mache ich dich zu meinem Verwalter. Ach, tut mir leid, Sade. Aber, beziehungsweise Arthur, du musst leider deinen Posten verlassen. Ich schick dich mal in Rente. Hier, dann ist er nämlich loyal in Zukunft. Hoffentlich zumindest. Und dann hätte ich jetzt noch die beiden. Und ich nehme... Ist einer von den beiden Mitglied der Fraktion? Sind sie mit Sicherheit. Frage ist noch, von welchen Fraktionen. Also Bretagne fällt weg, das ist klar. Das ist das Gute. Ach, ob wir nehmen ihn. Er kann uns momentan sowieso sehr gut leiden. Das sollte jetzt tatsächlich auf 100 stehen momentan. Von der Zufriedenheit her. Stopp, mein Rat. Er hier. Vielleicht wird er sogar ein Loyalist werden. Das wäre natürlich ziemlich gut für uns. Auf jeden Fall, genau. Die Fraktionen fallen jetzt größtenteils weg. Die eine ist noch da, aber auch nicht mehr so schlimm wie vorher. Und der Graf von Armagnac. Wir könnten ihn einkerkern. Er möchte seine Gräfin töten lassen. Nee, du, so geht das nicht. Das ist unhöflich. Das macht man nicht. So. Bauernaufstand niedergeschlagen. Forderungen erzwingen. Freikaufen geht nicht. Verbannen kann ich ihn nicht. Also richten wir ihn. Wir richten ihn nicht hin. Na super. Schmeißen wir ihn ins Verlies. Und stampfen unsere Armee ein. So. Sieht doch gut aus. Die nächste Kaserne ist fertig in Roselar. Ja, perfekt. Ich habe es mir gemerkt diesmal. Bauen wir auch hier den Bergfried. Und wir sind schon bei fast 30 Minuten und haben nicht einen Anspruch bekommen. Na super. Dafür kriegen wir wenigstens Gold. Immerhin etwas. Wenn wir schon sonst nichts bekommen. Allerdings überlege ich gerade wirklich, ob wir noch mehr Kriege führen könnten und wenn ja, welche. Leider haben wir jetzt deutlich weniger Truppen hier, wie ihr sehen könnt. Wir haben fast 1000 Mann verloren, weil wir einfach nicht mehr so ein militärisches Genie auf der Position sitzen haben. Ich meine, ich könnte Adio da hinsetzen auf die Position, aber der ist halt... Habe ich halt wieder das Problem mit den mächtigen Vasallen. Muss ich meinen Kanzler umbesetzen, eventuell... Problem. Da fällt mir auf. Kann ich ihn hier nicht zum Hofgeistlichen machen? Ist doch ein Geistlicher. Oder ist der Hofgeistliche tatsächlich auf... Er gehört nicht notwendigerweise dem Klerus an. Das wäre doch interessant. Ich meine, wir sehen hier, wir können andere Leute dahin setzen. Es wäre doch echt interessant und gut zu wissen, ob wir ihn hier zum Dingens machen können. Ja. Okay, das geht nicht. Schade, es wäre gut gewesen, wenn wir ihn zum Hofgeistlichen hätten machen können. Nee, lassen wir. Doch, es geht. Wir können ihn zum Hofkaplan machen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Der Hofkaplan ist nämlich sowieso nicht so wirklich wichtig von der Position her, finde ich einfach. Der ist einfach nicht so stark und relevant, weil... Gut, klar, man braucht ihn zu bekehren, aber gerade in einem doch relativ geeinten Land ist das nicht so wichtig. Schicke ich ihn einfach mal nach Poitiers. Und damit habe ich tatsächlich die Ratsposition frei. Also ich kann ihn rausnehmen... ihm seine Ratsposition aberkennen. Tut mir leid, aber du gehst. Und jetzt könnten wir den Herzog von Orléans hier hinsetzen. Wobei wir dabei tatsächlich das nochmal ändern könnten, indem wir jetzt nämlich Adio hier hinsetzen und den Herzog der Normandie zum Berater machen. Bam! So, wo ist der? Verdammt, geht nicht. Wo ist der Herzog der Normandie? Ich möchte ihm eine Ratsposition geben. Verdammt, wir hätten tauschen müssen. Das habe ich irgendwie nicht bedacht. Okay, dann machen wir eben den Herzog von Orléans.
zu dem Berater. Moment. Egal, machen wir es einfach so. Zack. Okay. Ich glaube, das war eine gute Idee. Das Ganze so zu handhaben. Dann darfst du jetzt meine Truppen ausbilden. Und dafür sollten sie auch wieder ein ganzes Stück besser werden. Also sollten wir wieder ein ganzes Stück mehr Truppen haben gleich. Gucken wir mal. 8431 haben wir gerade. Ein Maximum. Und... okay, ändert sich nichts. Warum ändert sich daran jetzt nichts? Oder habe ich ihn versehentlich in die falsche Provinz geschickt? Ach, ich habe ihn noch gar nicht losgeschickt. Das erklärt es natürlich. Jetzt haben wir nämlich wieder deutlich mehr. Das ist unsere Hauptstadt, weil die halt so gut ausgebaut ist. Also wir können theoretisch diese eine Provinz zuspammen mit Burgen. Und dann würden die alle diesen Bonus bekommen, was natürlich extrem stark wäre. Aber gut, ich würde sagen, ich setze an der Stelle einen Cut. Und hoffe darauf, dass wir beim nächsten Mal die Ansprüche bekommen. Und überleg mir in der Zwischenzeit, ob wir noch andere Kriege führen sollten oder nicht. Bis dahin, haut rein und ciao.